Guten Morgen. Können Sie mich gut hören? Willkommen zu unserem deutschen Gottesdienst, der jetzt am 1. des Monats stattfindet. Sie haben die Information für den Gottesdienst in Ihrem Bulletin und auch auf der Screen. Das ist gut. Wir feiern heute zusammen das Abendmahl. Möge dieser Gottesdienst Sie bereichern und durch die Woche führen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der heutige Psalm ist Psalm 19. Heinz, am I on? I'll take the other one. Okay. Oh, sorry. That's not... Der heutige Psalm ist Psalm 19. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat die Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz.
Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Dir und unseren Mitmenschen schuldig geworden sind. Gott unseres Lebens, wir schauen zurück auf das, was war, und bekennen, dass unsere Ängste größer waren als das Vertrauen zu dir. Wir schauen voraus und machen Pläne und bekennen, dass uns unser Vorteil wichtiger ist als die Sorgen des Nächsten. Wir versuchen, uns die Zukunft zu sichern und bekennen, dass uns das Hinsehen schwerfällt. Lass uns darüber nachdenken und in der Stille vor Gott aussprechen, was uns noch beschämt und lähmt. Wir bekennen unsere Schuld und rufen: Christi Erlösung. Kyrie Eleison. Gott spricht, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Ehre sei Gott in der Höhe. Allein Gott in der Höhe sei. In deine Nähe.
bist gnädig und barmherzig, auch dann, wenn wir fehlgehen. Öffne unsere Sinne für dein Wort. Schenke uns Einsicht in deine Weisheit. Durch Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. Die erste Lesung steht für den heutigen Sonntag, ist aus dem Alten Testament und steht geschrieben im zweiten Buch Mose. Nach ihrer Flucht aus der Sklaverei kommen die Israeliten auf den Berg Sinai, wo Gott sie lehrt, wie man in Gemeinschaft lebt. Die Zeitengeboten verkünden, dass Gott allein der Anbetung würdig ist. Das von Gott kommende Leben und Gemeinschaft gedeiht, denn es auf Ehrlichkeit, Vertrauen, Treue und Respekt vor dem Leben, der Familie und dem Eigentum basiert. Der Autor schreibt: Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis nach irgendeinem Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und deine ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiferner Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern deren, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deinen Gottes. Du sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Viech, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott gegeben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deinen Nächstens Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächsten hat. Worte der Heiligen Schrift. Gott, Lob und Dank. Ja, wo ist denn mein?
Die Epistel für den heutigen steht geschrieben im ersten Brief Paulus an die Korinther. Das Wort vom Kreuz ist für die Welt reine Torheit und Sinn, weil es behauptet, dass Gott sich großenteils in Schwäche, Demütigung und Tod offenbart. Aber durch solche göttliche Dummheit und Schwäche arbeitet Gott daran, uns zu retten. Im Mittelpunkt der Predigt des Paulus steht der gekreuzigte Christus. Paul schreibt: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet wurden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zum Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Kreuzigsten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl die Juden aus dem Griechen verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und der Schwäche Gottes ist stärker als die Menschen. Worte des Heiligen Schrift, Gott sei Lob und Dank. Geschrieben bei Johannes. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus und samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Jesus aber redete von dem Tempel seines Leibes.
Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Dies ist das Wort Gottes. Wir sind in der Mitte unserer Reise durch die Fastenzeit. Die Reise hat wie immer mit der Geschichte Jesu begonnen, der 40 Tage lang in der Wüste verbrachte. Letzte Woche sprach er das erste Mal offen über seinen bevorstehenden Tod und seine Auferstehung, um seine Jünger vorzubereiten. Doch Petrus wollte nichts davon wissen, und seine eigenen Ängste hinderten ihn daran zu sehen, was Gott eigentlich vorhatte. Und heute macht Jesus sich auf, direkt ins Herz der israelischen Gesellschaft, in den Tempel, das Zentrum der hebräischen Religion, in den Wohnsitz Gottes. Der Tempel war ein geschäftiger Ort mit Pilgern, die ein- und ausgingen, Pharisäern, die über religiöse Gesetze debattierten, Priestern, die Opfer darbrachten, und vielen Händlern, die alles verkauften, was ein gläubiger Mensch brauchte, um Gott im Tempel angemessen anbeten zu können. Dinge wie koscheres Essen und Kleidung und Tauben, Schafe und Rinder als Opfergaben. Und es waren auch viele Geldwechsler nötig, da der Tempel seine eigene Währung hatte. Heute sind mehr Menschen im Tempel als sonst. Aus allen Richtungen strömen sie nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern und sich gemeinsam an jene Nacht zu erinnern, in der ihre Vorfahren aus der ägyptischen Sklaverei befreit wurden. Und sie sind gekommen, um im Tempel Opfer darzubringen und im Gegenzug Gottes Vergebung zu erhalten. Die Tempelbehörden haben die Dinge unter Kontrolle. Händler und Geldwechsler sind bereit, die gut geölte Maschinerie des Verkaufs von Gnade und Vergebung am Laufen zu halten. Für die meisten war der Besuch im Tempel das Erlebnis ihres Lebens. Nicht alle konnten sich eine solche Reise leisten. In den Tempel zu gehen kostete nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und das nicht wenig. Der Tempel war ein Ort geworden, wo die Reichen ein- und ausgingen, den die Leute aus der Mittelschicht gelegentlich besuchten, aber auch ein Ort, der den Armen, den Ausgestoßenen und den Bedürftigen alle Hoffnung nahm, jemals auch nur die Chance zu haben, Gottes Wohnsitz zu betreten. Das war nicht immer so gewesen. Zunächst hatte Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben. Denen wurden Regeln zu Opfergaben und Ritualen hinzugefügt. Regeln, die die Menschen zusammenbringen und es der Gemeinschaft möglich machen sollten, Gott nahe zu sein, von Gott zu hören und miteinander über Gott zu sprechen. Regeln, die die gemeinschaftlichen Gottesdienste und täglichen Gebetsrituale bereichern sollten und um Gottes Liebe und Vergebung der Sünden für alle zugänglich zu machen. Allerdings kamen mit der Zeit immer mehr Gesetze und weitere Regeln hinzu, die akribisch festlegten, wann und wo und wie man sich Gott nähern durfte, wie man sich im Gottesdienst zu verhalten hatte, wie man betete und Opfer darbrachte. Und somit wurden die Hürden zu Gottes Liebe immer höher und der Zugang zu Gott damit vielen Menschen nahezu unmöglich gemacht. Die Tempelbehörden waren korrupt geworden. Ihnen allein stand es zu bestimmen, wem Gottes Liebe zustand und wem nicht. Und der Tempel hatte sich in ein gut organisiertes menschliches Machtzentrum und ein florierendes Wirtschaftsunternehmen entwickelt. Handel und Gewerbe bestimmten nun das Tempelleben. Vergebung musste erkauft werden. Opfergaben und rituelle Sauberkeit wurden wichtiger als Gott und wurden zur Grundlage der Religion. Und was als Hilfestellung für eine Begegnung mit Gott begann,
war jetzt ein Ort des Unternehmertums und das ausschließlich verkaufte Produkt war Gott. Und so ist es kein Wunder, dass Jesus die Fassung verliert, als er das Tempelgelände betritt. Er ist wütend und stellt den etablierten Glauben, dass Gottes Vergebung käuflich sei, auf den Kopf. Er konfrontiert die Auffassung, dass der Zugang zu Gottes Liebe erkauft werden muss und die falsche Annahme, dass Gott im Tempel wohnt. Das Haus meines Vaters ist kein Supermarkt für fromme Opfergeschäfte. Normalerweise ist hier der Punkt in der Predigt, an dem wir uns fragen, welche Bedeutung das Evangelium für uns heute hat. Aber wenn wir uns die Situation der Kirche heutzutage in 2024 ehrlich ansehen, ähnelt sie eher dem Moment, nachdem Jesus unsere Kirchentische und Bänke umgeworfen und die festgefügte Tagesordnung ganz durcheinander gebracht hat. Und wir als Kirche überlegen doch eigentlich gerade, wie wir dieses Durcheinander wieder aufräumen und in Ordnung bringen sollen. Denn ist es nicht so, dass wir zum ersten Mal seit langer Zeit den tatsächlichen Zustand der Kirche sehen? Und dass die Art und Weise, wie wir Kirche gelebt und erlebt haben, in den letzten 50 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes über den Haufen geworfen worden ist? Und mit der Pandemie wurde dann alles sichtbar auf den Kopf gestellt. Und auch uns, der Kirche, wurde alles genommen. Unsere Gebäude, unsere Traditionen, unsere vertrauten Rituale und Praktiken. Davor schien die Kirchenwelt noch in Ordnung gewesen zu sein. Aber war sie es wirklich? Oder haben wir uns eher auf die Verwaltung von Gebäuden und ausgewogene Finanzpläne konzentriert, als auf eine offene Einladung an alle Menschen, in unserer Kirche einen Platz zu finden, an dem sie Gottes Wort hören und die Sakramente empfangen können? Wurde nicht eine vermeintlich attraktivere Gottesdienstgestaltung, bei der Atmosphäre und Effekte wichtiger wurden als Inhalt, genutzt, unsere Budgets tragfähiger zu machen und unsere Türen offen zu halten? Und wir konnten uns nicht mehr wirklich vorstellen, wie Gott ohne interessante Programme oder ohne das neueste Buch eines Experten überhaupt begegnet werden konnte. Die Kirche war zu einem Konsumgut geworden und wir haben unsere Aufgabe, unsere Mission in der Welt aus den Augen verloren. Noch immer verbringen wir viel Zeit damit, herauszufinden, wer wir heutzutage eigentlich sind, was unser Platz, unsere Rolle in der Welt ist und was Gott von uns will. Wir haben Mühe zu wissen, wo wir eigentlich hingehören, denn unsere Kirchentische sind gründlich umgeworfen worden. Was wird mit uns passieren? Wie geht es nach dieser alles umwälzenden Erfahrung weiter mit uns? Wo fangen wir an? Wie sollen wir das alles schaffen? Die Geldwechsler waren am nächsten Tag wieder im Tempelhof. Bedeutet das, dass wir unsere auch zurückbringen müssen? Und was ist der Tempel, von dem Jesus sagt, dass er ihn in 3 Tagen errichten wird? Jesus spricht nicht über bauliche oder physische Strukturen. Der Tempel ist nicht seine Wohnadresse. Jesus ist auch nicht in den Mauern unserer Kirchengebäude zu finden, die jetzt größtenteils leer stehen. Und Jesus steckt auch nicht in dem Durcheinander, in dem wir uns befinden und das darauf wartet, wieder aufgebaut zu werden. Stattdessen erinnert uns Jesus daran, dass die Kirche, der Leib Christi, nicht aus Ziegeln und Mörtel besteht, sondern aus Menschen. Aus Menschen, die sich auf vielerlei Art und Weise zum Gottesdienst versammeln, ob in Gebäuden oder online. Durch Christus werden wir, das Volk Gottes, eins in Christus. Wann immer wir uns bei Freunden melden, uns über Telefonanrufe austauschen oder jemandem in Not in unseren Gemeinden und auf der ganzen Welt begegnen, werden wir eins im Leib Christi. Ja, die Kirche wurde in den letzten Jahren zerstreut und auseinandergetrieben
Und doch sind die Menschen miteinander verbunden geblieben und verbinden sich weiterhin, sogar über weite Entfernungen hin. Etwas, das wir uns vor wenigen Jahren nicht hätten vorstellen können. Wir befinden uns in einem Übergangsmoment, der immer noch verwirrend und chaotisch ist. Aber wir sehen auch Lebenszeichen, sehen, wie Neues in diesem Moment der Verwirrung eindringt. Und diese Zeit nach dem Tischeumwerfen erweist sich als eine Zeit, in der ein neuer Grundstein gelegt wird, in der Gott etwas Neues schafft. Der Wiederaufbau hat begonnen. Unter uns entsteht etwas Neues und was auch immer als nächstes kommt, es wird anders sein, als wir es kennen. Und es ist ganz entscheidend zu realisieren, dass nicht wir es sind, die für die Erneuerung der Kirche verantwortlich sind oder dass es von unserem Durchhaltevermögen, unserer Beständigkeit und unserem Glauben abhängt, dass die Kirche aufgebaut wird. Denn das kann niemand von uns, egal wie sehr wir uns das auch wünschen, sondern es ist Gott, Gottes Beständigkeit, Gottes Treue zu uns und Gottes Liebe. Und diese Gottes Treue ist der Grund, der Sinn, der Inhalt unserer Gottesdienste und unseres Lobpreises. Es sind nicht unsere Gebäude, abgestimmte Budgets und auch nicht ein noch so attraktives Programm, von dem wir glauben, dass sie es sind, die andere anziehen, die den Leib Christi aufbauen oder die uns zeigen, wo Gott ist. Sondern allein Gottes Liebe erweckt Christus zu neuem Leben. Und allein Gottes Liebe erweckt uns, den Leib Christi, die Kirche zu neuem Leben, bringt uns zusammen und macht uns eins. Gottes Liebe erneuert uns, die Kirche, und erhält uns. Gott bringt uns zusammen und baut unsere Gemeinschaft auf mit Worten der Hoffnung, der Gnade, der Vergebung. Worte, die wir in unseren Gottesdiensten und in unserem Dienst am Nächsten immer wieder hören, leben und erleben. Worte wie Versprechen und Taufe, Wahrheit und Frieden und Willkommen. Worte wie Brot und Wein, Worte wie neues Leben und Barmherzigkeit. Und Christus allein ist derjenige, der die Kluft zwischen distanzierten Mitgliedern der Welt und der gesamten Schöpfung überbrückt, der uns eins macht, der uns zu seinem Körper, seinem Tempel macht und der uns gibt, was wir brauchen. Liebe, die uns erneuert, Vergebung, die uns befreit und Gnade, die uns nährt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.
Wir bekennen unseren Glauben in den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Treuer Gott, danke, dass du unsere Wege mitgehst. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit unserem Dank, unserer Sorge und unseren Bitten. Du hast deiner Kirche den Weg und Weisung gegeben. Halte uns auf deinen Pfaden und weise uns den Weg der Umkehr und des Lebens. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für deine Schöpfung in ihrer Vielfalt. Erhalte ihren Glanz und ihre Schönheit und lass uns gute Diener sein im Haus deiner Schöpfung. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für Menschen mit Verletzungen, für alle, die unter Trennungen leiden, für alle, die unerwartet Abschied nehmen müssen, für alle, die Kränkungen erfahren haben. In der Stille bitten wir für alle Menschen, die deine Nähe brauchen. Besonders denken wir heute an die, die krank sind. John, Bishop Lynn and her family, Donna, Janet, Betty, Gladys, Elkie, Sylvia, Jerry, Ivatni, Ruth and family, Ron, Doris, Pastor Jim and Ruth, Alex, Art. Und wir beten für die, die trauern. Besonders denken wir heute an Christel und Familie, die Dans Tod betrauern. Lass deine Kraft der Heilung, der Vergebung und der Versöhnung wirken, dass Menschen Frieden finden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die in der Kirche Leitungsverantwortung tragen, für Bischöfe und Synoden, für Vorstände und Gremien. Schenke ihnen Klarheit für ihr Handeln und Weisheit für ihre Entscheidungen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Mach uns zu guten Wegbegleitern für alle, die sich auf ihre Taufe vorbereiten, die auf dem Weg zu ihrer Hochzeit sind, die an Schnittstellen des Lebens stehen. Hilf uns, neue Menschen in unserer Mitte willkommen zu heißen, sodass sie in deiner Kirche Heimat finden. Und besonders bitten wir dich, schenke mit deinem reichen Segen heute und diese Woche Hedwig, Irmgard und Gerhard, Nikolaus mit Damien und Kathy und Tim. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. In deine Hände, treuer Gott, befehlen wir alle, für die wir gebetet haben. Bleibe bei uns und leite uns auf dem Weg des Friedens. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir bitten nun um die Kollekte und danken.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, nimm die Gaben an, die wir zum Altar gebracht haben. In dieser Feier werden sie für uns zur Quelle, aus der aller Segen strömt. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der jetzt mitten unter uns ist. Amen. Der sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat auf sich genommen unsere Sünde, damit sie hinfort nicht mehr über uns herrsche. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Heilig. Wir danken dir, Gott, für Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder. Sein Leben gibt uns Richtung und Ziel. Sein Sterben entmachtet Sünde und Tod. Seine Auferstehung erfüllt uns mit Hoffnung für alle Welt. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und Jüngerinnen und sprach: Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut solches zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen denen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Sende, o Gott, deinen Geist. Gib der Welt ein neues Gesicht. Schenke Frieden überall, wo Menschen wohnen. Frieden, der höher ist als alle Vernunft und stärker als alle Gewalt. Deinen Frieden, der uns verheißen ist in Jesus Christus. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen.
Hier ist das Brot des Lebens, ein Festmahl für hungrige Herzen. Kommt, es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich lade Esther und die Techies zuerst nach vorne zu kommen. Und dann teilen wir das Abendmahl gemeinsam.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir danken dir, gütiger Gott, dass du uns durch deine heilsame Gabe erquickt hast und bitten dich, sende uns hinaus, deine Großzügigkeit mit der ganzen Welt zu teilen. Durch den, der unser Retter und Herr ist, Jesus Christus, dein Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist Zeit für die Abkündigung. Ich beginne mit einer traurigen Nachricht. Ich habe von Christel heute Morgen erfahren, dass Dan Frank gestorben ist gestern. Und die Beerdigung wird jetzt morgen, treffen Sie sich mit dem Beerdigungsinstitut. Und wir schicken dann die Informationen für die Beerdigung raus, sodass Sie wissen, wann die ist. Mein Beileid, Christel. Am 6. März, also am Mittwoch, haben wir morgens eine Bibelstunde, eine regionale Zoom-Bibelstunde, zu der alle eingeladen sind. Das Link ist auf unserem Newsletter da in der Kirchenhalle zu finden oder per E-Mail rausgeschickt worden. Und Mittwochabend gibt es einen Fastenzeit-Gottesdienst. Um 5.30 Uhr treffen wir uns für Soup and Buns und danach ist der Gottesdienst um 6.30 Uhr ein besinnlicher Gottesdienst, Abendgottesdienst. Und am 17. März, in zwei Wochen, ist unser 75. Jubiläum. Das ist im Gottesdienst. Unsere Bischöfin ist da aus Vancouver und anschließend gibt es Mittagessen und Reden und ein paar mehr Sachen. Und dann hat Stephanie noch ein paar Abkündigungen. Der Vorstand hatte sich getroffen vor einer Woche. Sie hat ein paar Highlights von dem Vorstandstreffen. Und wir hatten gestern einen Retreat mit dem Council auch. Und Stephanie wird uns davon erzählen. Warte. Okay, try again. Ja. Pastor Jim und Ruth lassen herzlich grüßen. Pastor Jims Gesundheitszustand hat sich leider verschlechtert und beide sind derzeit im Umzug in ein Pflegeheim. Bitte schließen Sie Pastor Jim und Ruth in Ihr Gebet ein. Dann war am 20. Februar hier in der Kirche sehr viel los. Es kamen Busse mit 200 Schülern von der KLO Mittelschule. Und Gladys hat oben auf der Orgel gespielt und die Schüler haben Joy to the World gesungen und haben dann miteinander den Friedensgruß ausgetauscht. Und das wurde im Thema Öffentlichkeitsarbeit veranstaltet und die KLO Mittelschule, die machen eine Klasse in Weltreligionen und für uns, wir durften zeigen, was es bedeutet, als Christ zu leben. Also das war ein sehr, sehr großes Ereignis. Diese und andere Informationen können Sie draußen auf unserem Newsletter finden, auf einen Blick. Und der wird auch jede Woche per E-Mail verschickt und gedruckte Exemplare sind auf dem Tisch in der Halle. Und wenn Sie Fragen und Kommentare haben, lassen Sie uns bitte wissen. Und dann jetzt vom AGM, also letzte Woche war ja unser AGM und einige von Ihnen waren anwesend. Die nicht anwesend waren, das wird jetzt vielleicht etwas schwierig, das zu verstehen. Dann können Sie mich hinterher noch fragen. Aber ich werde das jetzt auf Englisch machen, weil das ist leichter. Und also am AGM hatten wir eine Übung gemacht, Thinking Beyond, und haben drei verschiedene Themen durchgearbeitet. Eins war Shared Ministry, das zweite war Expanding Programs und das dritte war Creation of a Lutheran Hub hier oder woanders. Und gestern haben wir nach dem AGM, also die Congregation hatte Sticky Notes Feedback provided und am Ende war auch eine Vote
Und diese ganzen Sachen haben wir gestern durchgearbeitet im Council, und das gebe ich Ihnen jetzt eine Zusammenfassung. At the retreat yesterday, we looked at the sticky notes and comments from the Thinking Beyond exercise at the AGM. And we summarized them and identified themes. We noticed commonalities or links between the three options presented. And then we looked at the dotmocracy voting. That's what we called when we had everyone had the little dots and you put them on the options. The voting on the shared ministry question revealed a clear mandate to research this option further. So we're going to research further into an option shared ministry. The vote for the program question indicates that you wish for an increase of programming and outreach for in-house as well as greater community. On the vote of the CELC hub option, we noticed concerns about the redevelopment of the property. However, the consensus is that the building should be utilized and shared more widely. Council would like to thank you for your engagement and your input, and we appreciate your participation. You gave us invaluable feedback, which is giving us direction. If you have any further comments and suggestions, we are always welcome to listen. Haben Sie noch Abkündigungen? Wenn nicht, dann machen wir mit dem Wochenspruch weiter. Lautet: Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Thank you.
Geht hin in Frieden, teilt euer Brot.